Ihr seid die, die die Angst noch nicht verführt hat, sich zu verstecken. Die, die zu ihrer Meinung stehen und sich für eine freie Welt einsetzen wollen. Ihr seid die, die das Maul noch aufreißen und sich nicht unauffällig und konform verhalten, aus Angst überwacht und bestraft zu werden. Die Angst vor Überwachung greift um sich, zu Recht. Seit Jahrzehnten werden wir bespitzelt vom Bundesnachrichtendienst und von der National Security Agency. Wir werden mit Kameras überwacht und unsere Bewegungsprofile werden gespeichert. Es werden Gefahrenzonen in unserer Stadt eingerichtet. Die Stasi war dagegen ein Kindergarten. Die deutschen Geheimdienste sind Organisationen, die mit ihren Überwachungsmethoden Terror nicht verhindern, sondern, wie uns der Fall der Nazimorde gezeigt hat, sogar unterstützen. Das Ziel ist eine Gesellschaft, die funktioniert. Funktionieren meint dabei aber nicht, solidarisch und nachhaltig eine bessere Gesellschaft zu schaffen, sondern das System des Kapitalismus aufrechtzuerhalten, damit weiter Profitgier und Zerstörung unserer natürlichen Ressourcen die Maxime unseres Handelns sind. Das Ziel ist eine Gesellschaft, die nicht aufmuckt. Menschen, die wie brave Lämmer zur Schlachtbank laufen und nicht mal mehr wagen, rebellische Gedanken zu denken. George Orwell nannte das in 1984 Gedankenverbrechen. Aber 1984 war keine Gebrauchsanleitung. Auch unsere angeblich freie Presse spielt mit bei dieser Gedanken- und Schweigespirale. Letzte Woche erschien im Spiegel ein Interview mit dem Whistleblower Edward Snowden. Dieses Interview war vom Mai. Der Spiegel hat in vorauseilendem Gehorsam im Mai nichts zu den veröffentlichten Edward Snowdens gebracht. Erst als der Guardian die Leaks aller Welt bekannt machte und die Wellen der Empörung bereits hochschlugen, folgte der Spiegel mit einer peinlichen Verspätung. Blockieren Sie. Das tun Sie, das ist nicht. Ich bin hier dafür da, um Ihnen abwägen zu können. Was Sie hier haben versammelt machen? Ich bin traurig, aber wahr.